zuerst auch mal ein paar Kristalle gesammelt. Und dann habe ich noch Versteinerungen gefunden oft und habe es angefangen zu sammeln. Was ist so toll an denen? Das war viel. Dass es einfach toll aussieht. Ich habe zuerst am Anfang Steine gesammelt und dann habe ich den Kristall gefunden. Und den habe ich genommen und den habe ich meiner Mami gezeigt. Ja, meine Grossmutter sammelt und meine Urgroßmutter hat auch gesammelt. Und ich finde es auch immer so schnell. Dann kannst du auf eine Wiese und siehst, da ist eine Vierblätterung. Ja, in unserem Garten hat es sehr viel. Da muss ich weniger wie eine Minute suchen und ich habe eins. Bist du ein bisschen Glückspilz? Ja. Jetzt hast du uns hier eins mitgebracht. Ja. Hast du es aber nur eins geben? Ja, es ist so, wie die anderen, ich habe ein bisschen Angst, dass sie kaputt gehen. Du denkst, das bringst du es einmal eins. Ja, das, was am wenigsten kaputt gehen. Weil ich die gerne habe. Wie sieht denn die Stofftier-Sammlung bei dir daheim aus? Es sind eine Haufen. Wie viele sind es denn etwa? 10. Weil sie sind schön und mir gefällt sie. Was ist so besonders an ihnen? Sie haben immer so farbige Farben und sie sind verschieden. Und wo gehst du die sammeln? In Griechenland. Ich habe mal eine gefunden und habe gewusst, dass es schöne Dinge waren. Und dann habe ich noch mehr so gefunden und dann habe ich gemeint, das ist jetzt mein Highlight zum Sammeln. Und dann habe ich die einfach angefangen sammeln und sammeln und habe überall rausgekämmert, was gekommen ist. Ich habe mir so mal auf der Berg so einen Kristall gefunden. Und dann habe ich gefunden, das sind schöne Prachtstücke. Und dann habe ich sie einfach weiter gesammelt. Du bist eine Kristallsammlerin? Ja. Wie ist es dazu gekommen, dass du einfach Kristall sammelst? Also, ich habe den Kristall also von meinem Opi bekommen und dann habe ich angefangen. Dann hat es mir so, ja, das ist Spass gemacht. Ist denn die Opi auch ein Kristallsammler? Nein, der hat die gekauft. Also, als ich drei war, haben mein Opa mir Kristall und Muscheln alles geschenkt. Und dann habe ich gedacht, die sind so schön, dann will ich mal selber versammeln. Und dann habe ich auch versammelt und dann habe ich immer wieder bei meinem Opa im Garten geschaut, der Fest. Und dann habe ich immer bei mir wieder gefunden. Und was für eine suchst du vor allem? Die glitzern endlich und die sehr fein sind. Du bist ein Flugzeugsammler, sehe ich. Nein, das ist jetzt ein Holzflugzeug. Also du sammelst Holzflugzeug? Selber geschnitzt. Das hat mein Grossvater gemacht. Aber ich bin mit ihm helfen mit ihm. Und wie ist es dazu gekommen, dass du die Flugzeuge schon sammeln? Ganz ehrlich, es ist sicher eine schöne Aussicht im Fliegen. Und muss man viel mit Motor auskommen. Und ich liebe es einfach, wenn man Hebel und Knöpfe drücken kann. Du sammelst selber Zeichnungen. Ja. Wie hat das Ganze angefangen? Also, ich bin so 3-2 gsi und dann habe ich so
gedacht, mit meinem ersten Bild, das ist eines so der ersten Bilder, die ich gemalt habe. Und dann habe ich gedacht, wieso mal ich nicht mehr? Dann habe ich mehr gemalt und mehr, bis ich so bei 100 Bildern war. Pro Jahr habe ich so 50 Bilder gemalt. Ich sammle nicht Gestalt-Stein. Ich bin nächstes Jahr, glaube ich, in Kroatien und habe viele verschiedene Steine und dann habe ich die einfach sammeln. Meine Tante hat mir die immer gezeigt. Wo sie sind, hat sie mir gezeigt. Und nimm da, da ist schön. Es hat so viele Muscheln gehabt, da habe ich einfach Muscheln gesammelt. Da habe ich jeden gefunden. Und da hat es so schöne gehabt, da habe ich die einfach genommen. Ich habe noch Korallen gehabt. Also ich habe eigentlich habe ich die gefunden. Und dann habe ich noch mehr gefunden. Und dann habe ich, als ich gehört habe, dass ich mir eine Ausstellung gemacht habe, habe ich noch mehr gesammelt. Weil sie schön sind. Und was für eine sammelst du? Verschiedene. Einfach die, die schön sind und glitzern. Hast du hier einen ganz besonderen Stein mitgebracht. Was ist das für ein? Ein Heilstein. Ich war 6 oder 7. Ich habe meine Mutter gefragt, darf ich eine Münze? Von der Türkei denke ich, mir das geht. Und dann, als ich groß geworden bin, habe ich sie noch bekommen. Also, als ich noch 7 geworden bin, habe ich sie noch mehr bekommen. Und dann habe ich es noch von meinem Vater bekommen, von meiner Mutter mehr. Und dann bis am 8. jetzt sammle ich es immer noch.